When other painters might have been more famous, Hoffman was painting the most brilliant and most beautiful paintings around. Hoffman is a great German painter who is not sufficiently known in Germany. And we are thrilled that there will be an opportunity for his countrymen to rediscover, or maybe discover completely, this marvelous, marvelous painter in the completely modern language, whom we're very proud of in America, but we know where he came from, and we think the Germans should be just as proud of him. Hans Hoffmann ist ein wichtiger Künstler und wenn nicht sogar einer der wichtigsten Künstler für die amerikanische Kunstgeschichte, weil er die Brücke geschlagen hat zwischen Europa und Amerika. Hans Hoffmann is an incredibly important artist because he actually brought European modernism to the United States and taught an entirely new group of artists how to paint and what to think about and expose them to ideas that they didn't have before. Hans Hoffmann müsste eigentlich heute vom Kunstgeschichtlichen, von der Wichtigkeit, deswegen auch Magnum Opus, gleichberechtigt neben einem Picasso, neben einem Renoir oder sonstigen berühmten Künstlern stehen. Ich würde, wenn ich jemandem die Bilder beschreibe, auf jeden Fall darauf hinweisen, dass er extrem kräftige Farben benutzt, dass er ausgesprochen energievoll malt und dass er durchaus strenge kompositorische Elemente neben sehr wilde, aufwühlende Farbflächen setzt, die Farben ausgesprochen mutig und unkonventionell zueinander bringt und Bilder von einer enormen Energie produziert. Hoffmann's painting is by and large very hedonistic. The emotions that you think of are love, lust, profound longing, sometimes fear. I would describe like a forest of colors, brilliant colors, beautiful colors, shocking colors, something that gives you joy. It's paint itself. The pigment itself, and if one looks closely at the pictures, you can see various types of application, from the very thinnest, most atmospheric kinds of wisps of paint to dense, thick, almost relief-like passages. Incredibly colorful, very spiritual, relating to like landscape and everything around us that flows through life. Vital, expressiv, lebensfreudig, lebensbejahend, impulsiv und enorm emotional. Am allerbesten an diesem Bild hat mir dieses gelbe Rechteck gefallen, weil man da das Gefühl hatte, dass es da richtig warm ist. Wenn ich das Bild für mein Zimmer hätte, würde ich es so hinhängen, dass ich es von meinem Bett aus sehen kann, dass ich abends, wenn ich Angst hätte, zum Beispiel draufschauen könnte und es würde mir dann Energie geben. Hans Hoffmann ist in Deutschland wenig bekannt, weil er in der Zeit, in der er sein Hauptwerk geschaffen hat, in Amerika lebte, dort auch gefeiert wurde und Deutschland zu einem Zeitpunkt verließ, also zu Beginn der Nazi-Zeit, zu einem relativ frühen Zeitpunkt und auch nie wieder zurückgekehrt ist. He is such a magician in using many different ways of making a painting. He didn't have a single recipe for making a painting. Meine Leidenschaft liegt in diesen Bildern, in der Kombination aus Gesture Painting, also diesen spontanen Ausdruck und dann das Draufsetzen dieser Farbfelder. Ich finde es faszinierend zu sehen, wie ein künstlerisches Werk ganz aus der Farbe sich entwickelt. Das ist ein unglaubliches Spektrum, was sich da auftut, von den frühen Arbeiten bis hin zu den späten Arbeiten. Also ein unglaublich reiches Werk, das sich allein aus der Farbe unter weitgehendem Verzicht auf die Linie entwickelt. Das ist ein großer Glücksfall, eine Riesenfreude für uns, dass wir Hans Hoffmann hier im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern zeigen können. Das hängt ganz sicher mit der Tradition des Hauses zusammen, dass wir seit knapp 20 Jahren einen Schwerpunkt auf amerikanische Kunst legen. Zahlreiche Künstler
ganz stark auch Vertreter des abstrakten Expressionismus immer wieder gezeigt haben. The connoisseurship at this exhibition, in so far as the way that paintings are arranged to work together and to tell a story, is absolutely incredible. This museum is absolutely perfect for an exhibition of this size of Hans Hofmann. Dieser Ausstellung wünsche ich natürlich, genau wie allen Leihgebern und allen, die mitgearbeitet haben, richtig viel Publikum. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Sie haben wunderschöne Bilder von Hans Hofmann hier ausgestellt. Es wird, glaube ich, auch höchste Zeit, dass der Künstler Hans Hofmann in Deutschland wieder neu und richtig entdeckt wird.